طيب يا فاكتين ناختين أخبرني عن الساعة ناختين تمين دي سيونكسن تاكس وفين دي بروفيت صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل دي بفراكت das ist der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat nicht mehr Wissen darüber als der Fragende. Das heißt, sie teilen ihre Unkenntnis über den tatsächlichen Termin der Stunde. Und hieraus entnehmen wir auch eine kleine Etikette. Und zwar, dass wenn man etwas nicht weiß, dass man es gesteht, nicht zu wissen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht das hier. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das getan hat in seiner Position, seiner Stellung, dann ist es auch schade, dass auch niemand, der unter ihm ist. Weil die Aussage, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il, bedeutet einfach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie du es auch nicht weißt. Und deswegen sagten die Salaf, sie sagten, إِذَا أَخْطَأَ الْعَالِمْ لَأَدْرِي أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ. Wenn der Alim das Wort La Adri verlernt, dann trifft es ihn tödlich. Das trifft ihn tödlich, weil er fatale Aussagen treffen wird. Möglicherweise sich blamieren wird. Die Blamage ist aber die kleinste Gefahr hierin. Ja.